Hungriger Hugo Video. Okay, ich guck mir das mal an. Halte. Hey, Lebensmittelvergiftung ist auch das schlimmste Gefühl, was es gibt. Okay. Ja, und da hat man noch Gelenkschmerz. Du kannst dich nicht mehr bewegen oder sowas, ne? Vielleicht lag das auch an meinem Übergewicht. Was lachst du überhaupt? Weil ich fett bin, Dicker, ich will es. Auch sein Laufstil wurde stark durch das Übergewicht beeinflusst. Ja, okay. Ich hab dein Walk so extrem gefeiert. Was läuft, was läuft? Digga, ey, warum sagt jedes Mal, dass ich so komisch laufe? Jeder, dass ich so komisch laufe? Ernst, Digga, ich lauf so, seitdem ich klein bin. Ich lauf schon immer so. Das ist eigentlich normal bei mir. So einfach. Real Talk, wenn ich spazieren gehe, ich lauf so. NPC? Was NPC? Das ist nicht normal. Natürlich ist das normal. Willkommen zum nächsten Video. Du bist so fett, Junge, wo? Da kommt jemand, der hat 50 Kilo Übergewicht und denkt, der wäre fett. Junge, ich habe 140 Kilo Übergewicht. Ich wiege 240 Kilo. Get on my Übergewicht und erzähl mir nochmal, dass du fett bist, Junge. Ich finde, du bist mit die interessanteste Person, die ich überhaupt kennengelernt habe. Es tut mir leid eigentlich. Wenn ich das Interessanteste bin, dann kennst du ja wirklich nur Pfeifen. Yo, Breitenberg Abu! Alter, wie fett. Aber wo ist das Chief Keef T-Shirt hin, Digga? Ich bin der langweiligste Mensch, den es eigentlich gibt. Kleine Schweigeminute für Excel. Guck doch mal. Yo! Wann war das? Bruder, Alter, das war's. Jetzt hat denn jeder in Deutschland meinen Gerd gesehen. Das war's. Junge, ich trinke so meinen Tee, da ist einfach Rotze drin. Digga. Digga, Eklig. Hallo, Axel. Hallo, ich hab ne Freundin, ja? Bitte flirt mich nicht an. Johnny Sins und Sidekick auf dem Hamburger Dom. Johnny Sins ist krank. Der unterhält sich halt nicht. Moin. Oh. Aber ich will euch Max an der Grabe. Wow, sind die Streams Sniper nervig, oder? Hab ich Rhino Shield. Kannst du mir mal Hallo sagen? Hallo! Oh! Was passiert hier? Das ist jetzt, ich bin überfordert. Der hat mich mega angeschrien. Das ist hier ein Fiebertraum, Junge. Die Leute schreien ja deinen Namen. La la la, we get this, Mama. Ihr voll nervt. Als ob! Machen wir bitte nicht TikTok-Tänze, wenn wir hier ins Fahren. Was machst du da? Was soll das? Seine Geheimratsecken wurden im Alter immer schlimmer. Das war's. Das übel ass. Ja. Sein größter Feind, der Wind. Was? Digga, das ist der halbe Meter in der Luft. Was machst du da? Wie ist das laut bei dir, Schubel? Seine Massivität macht dem 29-jährigen Max im Alltag oft Probleme. Holst du mal zuerst den Schubel? Digga, was ist das für ein Übergewicht-Shaming in diesem Video? Nasse ist da unten. Jetzt komm ich. Rutsch nicht so schnell. Na gut, wir sehen uns unten. Film auch Adam, bitte. Ich weiß nicht, wie er mit der Kamera und dem ganzen Clip da. Das war's. Der ist hier runtergelaufen, geil. Wir haben heute 400 Kilometer Autobahn vor uns. Let's go. Oh, hier ist ein Unfall. Was ist das für ein Kombi? Boah, das ist richtig schlimm. Meine Fresse, Alter! Aber der musste nach links bisschen. Weil da rechts war irgendwo noch ein Auto. Was ist das? Guck hier. Komm hier! Ist gerade ganz Fresse, komisch. Alter. Komm mal, ich glaube, der war nicht schuld. Oder was? Wir jetzt einen Burger fressen. Wir werden auch vertrauen. Das Licht brennt hier. Alter, hallo, es ist 20 Uhr auf, Mann. Was ist das für eine Scheiße, Junge? Hurensöhne. Los, Alter, gib mal Burger, Junge. Hey, Mercedes. Ja, bitte? Wo ist hier die Verkehrsbehinderung? Kannst du das bitte noch einmal sagen? Kannst du mir einblasen? Nein, danke. Auf deinen schrumpeligen Rentnerpimmel kann ich verzichten. Was? Du Bitch. By the way, die Verkehrsbehinderung war deine fette Mutter. Was? Ich sehe das hier nicht, Bro. Ich habe keine Ahnung. Das ist alles hier so eng, Mann.
Boah, ich hab das Auto gar nicht abgeschlossen, Mann! Jeder hätte den Wagen auch einfach klauen können. Ich habe ja zwei Schlüssel und ein Auto lag noch im Schlüssel. Hast du echt nicht abgeschlossen? Nein, hab ich vergessen. Leute, ich habe einfach nur Monte Ada Black gegoogelt und dann kommt direkt, hat Monte den Mann. Ich Tankklappe noch offen. Ah, Digga! Cooles T-Shirt. Tankklappe noch offen. Ah, Digga. Cooles T-Shirt kommt heute um 0 Uhr wieder, Chat. In allen Größen. Er hat Alzheimer im Frühstadium, sagen die Ärzte. Was? Mit 42 Jahren. Hat der Alzheimer? Und in Schwarz. In den Spiegel geguckt im Auto und hab gesehen, ich hab noch Shampoo im Haar. Hab einfach vergessen, das Shampoo rauszuwaschen. Scheiße, Mann. Sein Gedächtnis schwindet Tag für Tag. Oh mein Gott, ist Monte ein Türke? Für die, die es mir immer nicht geglaubt haben. Staatsangehörigkeit deutsch-türkisch. Bazen canlı yayında birisi beni sinir eder ve ona hakaret ederim, sonra geriye dönüp düşürüm. Was? Çok özür dilerim. Digga, da ist ein Vogel gerade gegen das Fenster geknallt. A few moments later. Sei ganz entspannt. Digga, ich schwöre, Unge soll die Hochhäuser woanders hochziehen. Digga. Habt ihr eine Wunschhaarfarbe bei eurem Traummädchen? Also ist doch scheißegal, welche Farbe. Außer die hat jetzt irgendwie, keine Ahnung. Was ist das denn? Alter, was ist das für ein Tweet? Papo sieht so zesty aus. Alter! Das war's! Hugo, wie siehst du aus? Das war's! Mein Gott, ist der hässlich, Digga. Digga. Oder Honey. Ey, das ist immer schön super geil für die Teamchemie. Als ob! Und was kommt jetzt? An Knossi, seid ihr alle auf Position? Ja, wir sind jetzt über dem Bankgebäude. Okay, hast du an den Sprengstoff gedacht? Ja, sicher. Mit diesen Air-Up-Geschmacksexplosionen kriegst du selbst den stärksten Tresor gesprengt. Aber ganz wichtig, nicht fallen lassen. Verstanden? Nein! Ich kann fliegen! Ich fliege! Tschüss, was ist das für eine Werbung? Sichere dir jetzt explosive Angebote in der Air-Up Black Week. Wie wär's zum Beispiel mit der Steel Bottle? Ich bin aus dem Flieger gesprungen! Steel, du brennst. Scheiße! Moin allerseits. Wer ist das denn, Digga? Mein Gott, ist der hässlich, Digga. Na warte, das wirst du bereuen, Marcel. Achtung, das ist ein Überfall! Das ist ein Überfall! Krank! Knossi, bist du in der Bank? Ja, ich gehe jetzt zum Tresor. Voila, die Werbung gönne ich mir sogar, weil die so krank ist. Also wirklich gut gemacht. Geschmacksexplosion bereit. Ja. Ich krieg zu viel! Das ist ja wie Weihnachten. Und da ist der neue geheime Duftpott. Und wenn auch du noch ein Weihnachtsgeschenk suchst, dann klick jetzt auf den ersten Link in der... Das ist aber Hugo seine Stimme. Und check er ab aus. Aber seid schnell, die Black Week endet am 27.11. Joko und Klaas machen gerade im Fernsehen jeden Tag einen Hinweis. Digga, das war heftig, ne? Zu einer Location von einem Koffer, wo sich 1 Million Euro befinden. Und irgendwie hat Papa Platte in seinem Stream auch immer mit der Community alles gelöst. 1, 3, 5, 8, seid ihr sicher, ja? 3, 8, 6. Okay, okay, okay. Boah, krank. Nein, das ist ein Sachsen, Bro! Wie weit ist Adam von da entfernt? Ich muss jetzt 5 Kilometer hochfahren, dann müssen wir wenden. Verdammte Scheiße! Adam wird's nicht mehr. Jemand ist da? Sie schalten live. Oh mein Gott! Seid ihr zusammen hier? Nee, ich nicht. Bitte. Oh mein Gott, der Arme, der tat mir richtig leid. Bist du, wer bist du, leid tut er hier? Stell dir vor, du bist er und bist eine Sekunde zu spät für 1 Million. Ganz entspannt. 3 Versuche, alles gut. Digga, wenn er jetzt verkackt, Bro. Erster Versuch, was ist deine Lösung? 262. Oh nein. Nein! Oh mein Gott, das ist falsch! Ich kann dir leider nicht helfen. Zweiter Versuch. Ja, ich danke, Papa Platte. Oh mein Gott! Jo. No way! Er wusste es durch Papa Platte. Ich fühle mich, als hätte ich die Million gewonnen. Hey, hier ist Klaas. Ich würde mich sehr freuen, wenn du heute noch zu mir in die Show kommst. Wir haben jetzt ganz kurz Papa Platte direkt bei uns. Und ist sich extra Hemd angezogen. Das ist auch krank. Mama. Einfach Hemd angezogen, aber ich hätte auch so gemacht. Guck Fernsehen. Wie viele Leute gucken da gerade bei dir zu? 70. Also 1000. Achso, ja. Starkes Video, ja? Starkes Video, starkes Video. Alter, wirklich starkes Video, stark editiert auch.